Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Moin Jungs, da bin ich wieder. Vor einigen Tagen habe ich euch ja schon einen Under-the-Map-Glitch gezeigt, wie man Jobs unter der Map kreieren kann. Und jetzt möchte ich euch nochmal einen Glitch zeigen, wie man auch im freien Modus unter die Map runterkommt. Ja. Was ihr dazu braucht, ist die Hydra und diese Location hier. Und dann kann es auch schon losgehen. An der Location angekommen, dann müsst ihr den Schwebemodus bei der Hydra aktivieren und dann ganz, ganz langsam mit der Front an das Gebäude hinfliegen. So wie ich das jetzt gerade in dem Moment mache. Ich habe mal wieder einen Frosch im Hals. So, sobald ihr direkt am Gebäude seid, müsst ihr einfach immer so ein bisschen nach vorne fliegen, nach oben, nach vorne, nach oben, nach vorne und irgendwann mal ist so die Spitze im Gebäude drin, dann müsst ihr die Kamera ein bisschen drehen und wie ihr seht, zack, ein Stück ist schon drin. Es ist ein bisschen knifflig, also ihr müsst mit L1 und R1 und der L-Taste oder L3-Taste mit dem Stick, ihr habt euch da so ein bisschen rein klitschen oder rein drücken, ich weiß jetzt nicht, wie ich es bezeichnen soll, weil meistens bleibt ihr hinten irgendwo am Flügel hängen und müsst es einfach ein bisschen rumprobieren. Immer schön vorsichtig, sonst geht die Hydra in die Luft. Ich habe jetzt auch 2 Versuche gebraucht und wenn ihr dann drin seid, dann geht es einen Ticken runter und ganz wichtig ist nach links. Weil wenn ihr nach rechts geht, ist irgendein Tunnel oder irgendwas euch im Weg und ihr explodiert sofort. Also die Stelle ist generell von der ganzen U-Bahn-Station und von den ganzen Zugschächten befüllt, sodass ihr relativ schnell irgendwo dagegen fliegen könnt. Also erstmal die Location wechseln, dann habt ihr auch freien Flug. Nicht so wie ich. Ich zack, fliege erstmal hier gegen den U-Bahn-Schacht und bleib dann hängen. Und dann explodiert das Flugzeug dann auch. Aber wenn ihr die Location dann verlassen habt, dann könnt ihr ewig weit unter der Karte fliegen. Ihr dürft nur nicht zu weit runter, sonst landet ihr wieder oben auf der Karte. Deswegen immer so ein paar Meter unter der Straße herumfliegen. Was ist denn los? Was lachst du denn jetzt? Ja, auf jeden Fall, das war's auf jeden Fall von mir schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Glitch. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, ciao, bye bye.